Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, Sie mit den Qualitätsprodukten aus dem Hause Outdoor Chef bekannt zu machen. Bevor Ihre persönliche Grillsaison so richtig losgehen kann, möchten wir Sie mit dem Aufbau und der Bedienung der Outdoor Chef Grills vertraut machen. Dies zeigen wir am Beispiel des Modells Ascona. Jetzt sehen Sie, wie Sie Ihren Grill facilement votre barbecue en 20 minutes maximum. Pour le montage, commencez tout d'abord par le chariot. Pour nos modèles un peu plus complexes, nous conseillons de commencer par les pièces en croix. Pour vous aider, notre système de couleurs simple est efficace. Joignez d'abord les extrémités vertes entre elles, joignez ensuite les extrémités rouges. Vous pouvez maintenant fixer aisément les parties assemblées. Now, put the wheels on. To do this, just align the wheels on the axle and position the washer before screwing them in place. Finish putting the trolley together by sliding in those beautifully designed wooden shelves. Now you attach the lower barbecue helft in het onderstel monteren. Het beschikt daarvoor over vier praktische verankeringen. Verbind de beide elementen met de sluitringen en de vleugelmoeren uit de toolbox. Maak de onderste barbecuehelft af door het plaatsen van de beide trechters en het roosteren in hun verankeringen aan de binnenzijde. Daarna plaatst u het opvangschaaltje in de verankering onder de barbecue. Plaats het scharnier op het barbecue-deksel en schroef het vast. Daarna kunt u het scharnier in de onderste barbecue-schale einsetzen. Es schnappt von selbst ein und Sie müssen es nur noch mit dem Bügel fixieren. Nun können Sie die Batterie einsetzen. Diese finden Sie ebenfalls in der Toolbox. Drehen Sie die silberne One-Touch-Zündung sorgfältig heraus und legen Sie die Batterie mit dem Minuspol voran in den Batterieschacht. Schrauben Sie die Zündung wieder fest. Im letzten Schritt schließen Sie die Gasflasche an, indem Sie den Gasschlauch mit dem Grill und der Gasflasche verbinden. Bitte gehen Sie dabei sorgfältig und vorsichtig vor. Das breite, farbige Ende mit dem Druckregulierer gehört an die Gasflasche. Das andere, schmale Ende können Sie an der Außenseite der unteren Grillschale fixieren. Bevor Sie Gas einströmen lassen, bitten wir Sie, kontrollieren le bon serrage et la sécurité des raccordements. Prenez tout simplement un peu d'eau savonneuse et frottez-la sur les raccordements. Ouvrez légèrement le gaz en laissant le bouton de réglage de gaz fermé. Si des bulles se forment sur l'eau savonneuse, vous devez encore serrer les raccordements jusqu'à ce que plus de gaz ne s'échappe. Votre montage est maintenant terminé. And you can now start using the barbecue using the one-touch ignition. Simply press the button once and let the barbecue begin. A final tip before you start. To get the best performance from your barbecue, fire it up well before using it for the first time. Turn up the flame and let it burn for about 15 minutes. The barbecue is now ready for your own barbecue seizoen. U zult zich verbazen over de vele mogelijkheden die uw outdoor chef barbecue u biedt. En waarmee uw culinaire barbecue-avontuur iets heel bijzonders wordt. Outdoor Chef wenst u en uw gasten veel plezier. En natuurlijk, smakelijk eten.